Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Ja, unsere kleine Elizabeth ist leider ein bisschen verstört, weil wir jetzt die ersten Leute umbringen mussten. Das fand sie natürlich nicht so toll. Und ich würde gerne durch. Wäre es ihr möglich, mich durchzulassen? Bitte. Arrrr. Geht doch. Hier, gut aufheben. Danke. Da soll wohl niemand rein. Kriegst du das geknackt? Echt? Dieses olle Schloss? Erledigt. Danke. So, dann nehmen wir Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Hep! Danke. Die Zeit im Comstock-Haus war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Auf Lockpicks. Wir haben gerade nur einen. Was ist, wenn uns jemand hier findet? Dann sagen wir suchen nur die Toiletten. Und das klappt? Normalerweise nicht. Oh, jetzt haben wir schon drei. Soldier's Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Wir brauchen Tonnen.
Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Shark Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Sicherlich. Kulinarisches Wunder. Kosten Sie selbst? Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Lassen Sie sich keinen minderwertigen ausländischen Ersatz andrehen. Da hab ich Bock auf Eis. Toll. Hotdogs! Heiße Hotdogs! Wir haben Dogs für Boys, Dogs für Girls und für alles dazwischen. Heiß! Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Zuckerwatte, eine Wolke süßer Köstlichkeit. Wenn ein Schwachkopf die kolumbische Hymne hört, sagt er nur. Was ist das? Die Zeit kommt, sagt sie. Bist du bereit? Es könnte sich mal was Besonderes. Zuckerwatte, hier bei mir. Und, Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Mehr Geld. Okay, hier. Danke. Vielen Dank.
Ja, jetzt haben wir genug Geld dafür bewirkt, dass die Opfer von Killer-Krinzekrinen fein werden. Das wollte ich haben. Warte, wir haben doch jetzt 5 Lockpicks, ne? Dann kann ich ja jetzt wieder zurück und die den Tresor aufsperren lassen. Ich hab doch nur 4, verdammt. Ich dachte, das wären ja schon 5. Das ist der perfekte Laden für mich, ein Bücherladen. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und Interessieren Sie sich für Gärtnerei, Mr. DeWitt? Wo ich herkomme, hält man nicht viel von Garten. Und wo ist das? Da, wo es keine Gärten gibt. Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war, das dastand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Selber hallo. Die Hände so, dass ich sie sehen kann. Hey. Ah, Sie haben unseren Verkaufsschlager entdeckt. Ich hab dich gewarnt. Sorry, ich bin jung und brauch das Geld. Hab ihn gefunden! Alles okay? Da bist du.
muss so groß sein, um hier mitfahren zu dürfen. Das hat mich früher immer frustriert. Ich liebe Achterbahn und so weiter und so fort. Als kleines Kind war ich mal mit meiner Familie im Vergnügungspark gewesen. Ich war wirklich für alle Achterbahn bis auf eine viel zu klein. Es war so frustrierend gewesen. Ich wollte überall mitfahren, ich durfte nicht. Meine Schwester war groß genug. Sie konnte überall mitfahren, sie wollte aber nicht. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier! Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Komm schon raus! Handelt für eure Frauen! Handelt für eure Töchter! Hall of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Ah, nein, geht schon. Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ sie. Ich versuch's ja! Schließ sie! Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. So, Elizabeth? Mal sehen. Fertig. Danke. Oh. Bitte sehr. Danke.
40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Na gut, schnelle Hand verringert die Nachladezeit von Waffen um 30%. Vergleich anzeigen. Ich finde das eigentlich besser mit den Gesundheitssnacks und so weiter. Ich habe Geld gefunden. Gut so. Hab ein Lockpick gefunden. Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt Vater Comstock sein Gewehr und stürzt sich mitten in die Schlacht, zu schützen Columbia vor Feindesmacht. Okay. Gut, ich glaube, ich werde dann hier die Folge beenden und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir... Na, wie heißt das nochmal? Shock Jockey dann bekommen. Bis dahin wünsche ich euch ein was Schönes. Wir sehen uns. Tschüss. Bockock.